Liebe Gäste, liebe Parteifreunde, ich freue mich heute ausdrücklich, dass wir hier gemeinsam als Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen feiern können. Eine Feier, von der das Signal ausgeht, ein starkes Deutschland, und alle Patrioten werden gemeinsam daran arbeiten, liebe Freunde. Doch nun zu dem, was heute angesagt ist. Ja, Aschermittwoch ist es nun, ich soll eine Büttenrede tun. Ich denke, das ist nicht mein Ding und wie ich das so rüberbringe. Ich haderte und wollte verzagen und wollte es schon gar nicht wagen. Da dachte ich an Strack Zimmermann und wusste, dass auch ich das kann. Denn was die alte Schachtel kann, kann erst recht ein deutscher Mann, liebe Freunde. Ihr Knitterface hatte ich vor Augen, erkannte, die kann gar nichts taugen. Und ganz plötzlich, Eiderdaus, wusste ich, ich sehe auch geiler aus, liebe Freunde. Ganz Deutschland wäre wohl beglückt, wenn man sie schnell nach Kiew schickt. Als Wunderwaffe ganz geheim schleicht sie sich bei Selenskyj ein. Dann sieht er sie, oh grauenvoll, und hat von uns die Schnauze voll. Agnes sitzt nun in Melniks Keller und in Deutschland wird es heller. Doch freuen wir uns nicht zu schnell, es naht der Baerbock aus der Hölle. Es keucht der Baerbock durch den Dreck, er hat den Gepard im Gepäck. Sein Rohr, es spritzt schon in die Luft und Oma Lamprecht ist verpufft. Dieses war der Lamprecht-Streich, doch Pistorius folgt sogleich. Aus der Latrin, wir haben's gerochen, kommt nun Pistorius angekrochen. Er soll für Scholz das Kriegsglück wenden und endlich ein paar Leos senden. Doch Olaf, der scheint impotent, weshalb er schnell zu Biden rennt. Und Sleepy Joe ganz fest am Ruder, der schickt Olaf das Baerbock-Luder. Jetzt steht das Rohr, jetzt kann er feuern, der Deutsche zahlt's mit seinen Steuern. Im Hintergrund höre ich ein Lied von Helden und gerechtem Krieg. Doch das gilt nur in der Ukraine. Unsere Ahnen nennt man Schweine. Vaterlandsliebe ist zum Kotzen. So hört man Robert Habeck motzen. Doch das gilt nicht in der Ukraine. Dort baut man Helden Ehrenhaine. Darum lasst ganz Deutschland sehen, dass wir alle zusammenstehen, liebe Freunde. Und ganz vergessen in der Ecke sitzt Lauterbach, die alte Zecke. Wie mürrisch und vergnatzt er schaut, der Krieg hat ihm die Show versaut. Er, der Star der Mutationen, jetzt fehlen ihm die Ovationen. Millionen hat er gern gequält, das ist's, was dem Sadisten fehlt. Hat Impfstoffe ins Volk gestreut, er spritzt wohl selbst auch anderes Zeug. Für alle Linken stets zur Stelle sind unsere Medien ganz schnelle. Corona-Terror, Kriegsgeschrei, die Journalie ist dabei. Für Zwangsgebühr bezahlte Knechte gilt als Todfeind jeder Rechte. Ihre Hetze ist der Träger für Antifa und ihre Schläger. Gerne macht man einen Druff, mit Lobbyisten auch im Puff. Auch kulturell gibt's eine Wende. Winnetou ist längst am Ende. Negerkuss, Zigeunerschnitzel, sagst du das noch, schreibt's auf der Spitzel. Werden Deutsche totgeschlagen? Einzelfall, bitte nicht fragen.
Doch wenn du Mohrenköpfe isst, verfolgt man dich. Du bist Rassist. Doch ihr Grünen hört am Ende, erzwingt der Alman doch die Wende. Ach, und auch nicht nebenbei, Fettshaming, der neueste Schrei. Beim Bürger prüft der Staat ruckzuck seinen Öko-Fußabdruck. Doch die fetten grünen Linken wollen dabei nicht versinken. Fettshaming, ihr habt's kapiert, ist, wenn man Dicke kritisiert. Ricarda Lang darf Burger fressen, der Bürger soll Gemüse essen. Der Wohlstandsplagen letzter Rest klebt sich derweil am Asphalt fest. Fettfrisur, zerzauste Haare, Hofreiterlook ganz ohne Frage. Im Leben hat man nichts geleistet, man will die Menschheit retten, heißt es. Den Bürger, der zur Arbeit muss, der kommt zu spät und denkt am Schluss: Der Klimakleber liegt im Graben, das Pack muss wirklich keiner haben. Im Bundestag sitzt auch ein Mann, der hängt sich Gummibrüste an. Blond ist dazu noch die Perücke, nur fehlt im Schritt ihm gar die Lücke. Markus muss man jetzt Tessa nennen, Biologie darf man nicht kennen. Wenn einer laut die Wahrheit schreit, dann nennt man das Transfeindlichkeit. Doch eines weiß ich ganz genau, mit Gummibrust wird man nicht Frau. Doch wer da glaubt, es geht nicht schräger, kennt Fäser nicht, den Rentnerjäger. Ein oller Prinz mit 50 Mannen im Chatraum sich ein Reich erspannen. Anders als die Antifa, für Fäser eine Staatsgefahr. Das SEK drischt gar nicht fein noch auf die letzte Oma ein. Es stört kein Massenmord, kein Clan, der Rentnerputsch, es ist ihr Wahn. Und weil man Blödheit zeigen muss, nochmal die Baerbock kurz vor Schluss. Der Strom, er wird im Netz gespeichert und sich manchmal auch bereichert. Der Lebenslauf ist frei erfunden, dafür wurde sie bös geschunden. Doch Kinder, die den Kobold suchen, die sollen nicht so laut da fluchen. Von Trampolin bis Huberschrauber, die Baerbocken ist nicht ganz sauber. Nachher dann noch Tagesschau, alles Propaganda grau. Durchgegendert, zwangsbezahlt, wird das ganze Volk verstrahlt. LSBTQ in Not, Kinder auf dem Flüchtlingsboot, Zelensky, unser Weltenretter, Erderwärmung, jetzt das Wetter. Doch hier im Saale ist man schlau, verzichtet auf die Tagesschau. Hier hört man Reichert, Pohl und Höcke, und gibt nicht viel auf linke Zöppe. Hier denkt man deutsch und ist gut drauf. Im Osten geht die Sonne auf!